Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch OG von Madness in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. OG von Madness, das Ganze am 23. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Das Ganze kommt hier in einer durchsichtigen Hülle. So sieht das aus von der Vorderseite. Also es ist rein von der Gestaltung her ein sehr unübliches Cover, denn wir sehen hier einmal oben den Interpretennamen Madness. Dann haben wir hier so zwei Bilder. Einmal hier so ein kleines, hier sieht man Madness hocken, im Hintergrund Himmel, Palmen, so sieht das aus. Dann haben wir hier einmal im Querformat diese Landschaft. Einen Verbraucherhinweis auf Englisch und dann hier auch wieder umgedreht. Album, Titel plus Interpret und hier dann, das gibt es auch sehr, sehr selten. Also habe ich fast, ja, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich das schon jemals gesehen habe. Hier haben wir dann die Tracklist auf dem Cover sowie auch einen riesen Barcode. Also hier sind echt mehr oder weniger alle relevanten Infos direkt aufs Cover gepackt. So sieht das aus. Auf der Rückseite sieht das dann so aus. Wir werden das Ganze aber mal zuvor noch aus dieser Hülle holen. Das Ganze ist hier so eine Plastik, so eine Stecktasche. Das Ganze geht dann hier auf. Und dann holen wir das mal raus. So, also die Hülle geben wir dann mal zur Seite. Und okay, jetzt macht das Ganze auch etwas mehr Sinn, was das Cover betrifft. Denn wir sehen hier das Cover oder das, was ich für das Cover gehalten habe, ist in diesem Fall hier ein Teil, der separat von den Vinyls ist, also hier so ein separates Booklet. Gut, auch eine Variante. Wir packen die Vinyls mal zur Seite und starten natürlich mit dem Booklet. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist das aber auch das Cover der CD. Also jetzt nicht nur bei der Vinyl so gestaltet, so eigenartig nenne ich das mal, gestaltet, sondern ich glaube, es ist auch bei der regulären CD-Variante genauso das Cover. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier einerseits die Tracks nochmal aufgeführt, also scheinbar hier pro Seite ein Track. Und dann haben wir hier noch ein paar Zeilen, die so den Track irgendwie am besten beschreiben, die Madness hier scheinbar rausgepickt hat. Und das Ganze ist dann hier wie so eine ganze Tapete hier aufzuklappen. Also das ist hier sehr lang. Das ist mal ein sehr interessantes Booklet. So sieht das aus. Also zahlreiche Fotos neben den Tracktiteln und natürlich auch noch diese Zeilen, die man hier rausgepickt hat. Und auf der Rückseite sieht das auch so aus. Also es ist hier ein sehr umfangreiches Booklet. Zum Abschluss natürlich dann wieder das Cover. Gut, wir packen das Ganze mal wieder zusammen und kommen zu den Vinyls, beziehungsweise zuerst nochmal detailliert zur Tracklist. Wir haben hier insgesamt 10 Tracks an der Zahl. Ein einziges Feature ist hier mit dabei und zwar auf dem Track 5. Kein Ort, da ist Materia mit drauf. Ansonsten hier allesamt Solo-Tracks. Und was es vielleicht auch noch zu sagen gibt zu dem Albumtitel OG, die meisten werden das gerade im Bereich Rap mit Original Gangster verbinden. Ist natürlich richtig, aber im Falle Madness heißt das mehr Original Gude. Ja, so viel zum Albumtitel. Wir kommen zu den Vinyls. Wir haben hier zwei Vinyls, also eine Doppelvinyl in so weißen Papiertaschen. Hier einmal in schwarzer noch so eine Herrengestalt, also zumindest so eine Silhouette. Auf der Rückseite blank weiß. Dann schauen wir mal, wo das Ganze aufgeht. Hier oben. Okay. Schaue ich noch kurz, ob da noch was drin ist. Nein. Wir haben hier die Vinyl Nummer 1. Wir haben hier 5 Tracks auf dieser Seite. Madness OG lesen wir dann hier wieder. Oh, und was ich jetzt auch gerade bemerke, es dürfte die zweite Vinyl sein, denn hier lesen wir instrumental. Also, wir haben die 10 Tracks hier in zwei Versionen. Und zwar einmal in der Instrumentalvariante, bedeutet die zweite
Vinyl, dieser Doppel-LP, beinhaltet die Instrumentals zum Album, 10 Tracks. Und auf der anderen, nachdem die nicht durchnummeriert waren, war das jetzt für mich schwer zu erkennen, haben wir einerseits das hier, also die Rückseite mit den gesamten Credits zum Album. Also hier oben lesen wir einmal, wer die Beats produziert hat, wer hat gemixt, gemastert, wer war Executive Producer und so weiter und so weiter. All das kann man hier dann nachlesen. Dann haben wir hier wieder eine schöne Landschaft und das Ganze geht dann auch hier wieder auf. Und hier haben wir dann das Album an sich. Also, so wie auch die Instrumental Vinyl, das Ganze klassisch in Schwarz gehalten. Und hier in der Mitte haben wir dann die Tracklist. Also hier 1 bis 5 auf der A-Seite, sowie dann hier auf der B-Seite 6 bis 10. Also nochmal 5 Tracks. Bedeutet, wir bekommen das Album auf 2 Vinyls verteilt, jeweils 5 Stück. Und dann eben auf der zweiten Vinyl haben wir dann auch noch die Instrumentals mit dabei. Ja, damit nicht genug. Wir haben auch noch einen Downloadcode mit dabei. Und zwar haben wir so ein kleines Kärtchen. Hier lesen wir Madness OG, kostenloser MP3-Link. Also hier die Internetseite, wo man das runterladen kann. Und dann haben wir hier unten noch einen Downloadcode, den man dann entsprechend dort eingeben kann, um sich das Album in digitaler Version runterzuladen. Ja, finde ich immer sehr gut. Gerade bei Vinyls macht das durchaus Sinn, da ja dann doch nicht jeder immer auf diesen Plattenspieler angewiesen sein will und vielleicht das Ganze dann irgendwie aufs Handy laden möchte oder im Auto, USB-Stick, wie auch immer. Dementsprechend hat man es dann auch mal in digitaler Version. Das ist gut gemacht. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal diese Doppelvinyl, die beiden Vinyls hier mit jeweils 10 Tracks. Einmal das Album an sich, einmal die Vinyl mit den Instrumentals. Dann dieses umfangreiche Booklet hier zum Aufklappen, das gleichzeitig auch hier das Cover der Vinyl darstellt, sowie natürlich dieses kleine Kärtchen hier mit dem Album Downloadcode. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition OG von Madness. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Madness unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.